herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfachmap 1.9 ohne Gräben. Ich bin dabei, die letzten Reste Hopfen hier von Feld 4 zu entfernen. Ja, ich glaube, ich muss hier mal einen neuen Dreschkurs erstellen. So. Aber das war mir jetzt dann doch zu viel. Das war mit dem, was ich schon abgekippt habe, waren das bestimmt 20.000 Liter Hopfen, die ich hier dann zurückgelassen hätte, wenn ich hier nichts gemacht hätte. Ja, der Case Puma, den habe ich gerade umgesetzt auf Feld. Was ist das? 32. 33. Keine Ahnung. Ne, 32 kann es nicht sein, da stand er vorher. Jetzt hat er keine durchdrehenden Reifen. Manche Sachen erledigen sich von selbst. So, dafür ist er auf Feld 18 gleich. Feld 18? Achso, ja, Feld 18. Da unten. Ja, nicht weit. So. Mal schauen. Einfach nur zusehen, dass ich hier möglichst wenig stehen lasse. Und ihr seht ja, hier stehen dann doch noch so ein paar Wälder, ein paar Hopfenwälder rum. Und das muss ja nicht sein. Das muss ja absolut nicht sein. Der Axion muss aufgefüllt werden, ich weiß. Wird er ja auch gleich. Aber erst will ich das hier eben machen. Das hat sonst alles... Sonst komme ich da wieder nicht zu, wenn ich das jetzt nicht mache. Ich sehe das ja. So, als nächstes ist nämlich auf Feld 1 der dann dran. Und, ja. Komm, das machen wir jetzt auch in Ruhe. So viel Zeit muss sein. Gut Ding will Weile haben, wie man so schön sagt. Wie ist das mit euch? Fahrt ihr in den Ferien weg? Habt ihr überhaupt schon Ferien? Kommt ja auch aufs Bundesland an. Ja, macht ihr irgendwas? Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, was ihr so treibt. Da noch irgendwo was? Ja. Gibt's nicht mehr. So.
17, da hinten steht er. Ja, da muss ich dann auch noch hier noch mal ran. Aber jetzt nicht. Was ist hier? Ist was los? So, 8530 meldet sich als nächstes auf Feld 21. Schon in Gelb zu sehen. Soll er ruhig machen. Da ist er. Da sind wir auch schon. Thank you.
So, der muss auf jeden Fall zurück zum Hof. Und das macht er jetzt auch. Die Molkerei produziert, das ist auch gut. Oh, das ruckelt hier aber. Warum ruckelt das? 18 Frames, das ist nicht viel. Wie in Zeitlupe da unten. Wo auch immer der jetzt hin ist. Ich tanke auf jeden Fall erstmal den Drescher hier auf. Er tankt. Das ist sehr schön. Der kommt jetzt erst. Ach ja, der ist einmal außen rum gefahren, deshalb. Das ist doch super. Warum auch immer der jetzt so ruckelt. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber egal. Damit wäre die Ernte beendet. Wir haben alles geerntet, was zu ernten ging. Sehr schön. Jetzt ist es aber an der Zeit, die Aussaat weiterzubringen. Das ist alles gut. Ich, ja. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich fahre jetzt den Drescher weg und dabei bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne, ihr wisst ja. Kommentar, Like, Abo oder was euch irgendwie so dazu einfällt. Ich fahre hier wieder wie ein Berserker. Ja. Schaltet bei der nächsten Folge auch gerne wieder ein.
Oder besucht mich bei Facebook, kommt auf meine Homepage. Diesen jungen 13. Und mit 13 ist nicht mein Alter gemeint. So. Wie dem auch sei, ich verabschiede mich von euch und sage ciao.